Wir sind aus dem Urlaub zurückgekommen und waren quasi sofort in der Quarantäne. Wir verlassen kaum das Haus, hängen zu Hause rum. Gott sei Dank haben wir einen Hund, mit dem wir ab und an mal raus müssen. Und alles, was da jetzt auf einen einströmt, das kann man doch sowieso alles noch gar nicht abschätzen. Es ist auf der einen Seite Katastrophe, von der man noch nicht weiß, wohin das geht. Dann hat es auch lustige Züge. Und vielleicht auch besinnliche Sachen. Vielleicht passieren ja auch wirklich ein paar Sachen, wo die Leute jetzt einfach auch mal anders anfangen nachzudenken. Das wäre sehr zu wünschen. Wobei, da habe ich ja meine Zweifel, dass das passiert. Sobald es wieder einigermaßen normal läuft, werden die Leute auch wieder so drauf sein, wie sie vorher schon drauf waren. Wobei die Chance wäre jetzt eigentlich wirklich da. Im Moment hörst du ja nur noch Danke. Wir danken euch alle. Applaus für die tapferen Kämpfer an der Front. Aber wie lange das anhält, das ist die große Frage. Und vor allen Dingen ist es auch relativ einfach, am Fenster zu stehen und zu klatschen. Die anderen stecken sich an. Das ist alles ein bisschen, ich sag ja, alles ein bisschen zwiespältig. Aber aus meiner Sicht wird mir sowieso, sobald wir mal die Möglichkeit haben, wieder mit dem Bier zusammenzusitzen und ein bisschen, da wird so viel zu reden geben, das ist ja, ich denke, da werden wir lange mit zu tun haben. Schauen wir mal. Und jetzt hängen wir halt fest hier in der Wohnung. Ich mache viel Musik. Und wir wohnen ja zu dritt hier, wie du weißt. Wir probieren jetzt schon mal aus, wie es ist, wenn wir alle in Rente sind. Im Moment ist es ja nur Dieter, der in Rente ist. Rita ist ja auch zu Hause, weil der Kindergarten zu hat. Ich kann auch nicht arbeiten. Rita ist sehr kreativ geworden. Die näht jetzt mittlerweile auch schon Vermummungsmasken und versucht sich. Jetzt kommt sie um die Ecke. Wir haben kein Video an. Ach so. Dann spielen wir viel Scrabble, um unser Hirn ein bisschen in Form zu halten. Und wie Dieter schon gesagt hat, gehen wir mit dem Hund raus, damit Für wir mich wenigstens. ändert sich ja nicht so viel. Ich war ja vorher schon Rentner und konnte nicht viel machen. Jetzt kann ich halt gar So nichts mehr sieht's machen und hänge halt hier in der WG rum. Noch gehen wir ganz nett miteinander um. Noch ist der Krieg nicht ausgebrochen. Aber es ist eine Frage der Zeit. Nein. Das Nein. Poolspielen fehlt uns im Übrigen Ja, auch. das Ja. fehlt natürlich Ja, haben auch. wir schon so lange nicht mehr gemacht. Vielleicht Klack, können wir klack. es nach Ostern wirklich gleich anfangen. Dann müssen wir jeden Tag spielen, damit wir wieder in Form kommen. Jetzt haben wir die Befürchtung, dass die Musikantenbörse vielleicht ausfällt oder gar nicht stattfindet. Oder mit Vermummung. Und dann mit Vermummung, ja, schauen wir mal. Das wäre halt schade, wenn das Event da nicht stattfindet. Schauen wir mal. Also es ist alles irgendwie, ja, ein bisschen crazy, crazy world. Ich wollte eigentlich zu meinem Bruder, das kann ich halt auch knicken. Kannst ja gar nicht mehr weg. Also mach's gut erstmal. Tschüss. Tschüss.